Everything changes. Hallihallo, Hallöchen. Wir spielen wieder ETS 2, Euro Truck Simulator 2. Und wir spielen natürlich auf den Italia DLC oder sind in Italien unterwegs. Und wie ich das letzte Mal gesagt habe, wo wir hier den schönen neuen Scania, zweite Generation, gekauft haben, standardmäßig, einfach die Farbe haben wir geändert, werden wir doch ein bisschen noch was dran tun. Und ja, wir haben unsere Fracht abgeliefert, wir waren schlafen, wir fahren jetzt mal in die Werkstatt und ja, mal schauen, wir werden da ein, zwei Sachen ändern, nicht zu viel, glaube ich, und ja, dann werden wir einen neuen Auftrag annehmen und uns dann wieder auf die Strecke machen. So, wir wollen den natürlich optisch ein bisschen aufwerten, vielleicht ein paar lackierte Spiegel oder so. Oh, hat der schon offen, jawohl. Das ist eigentlich ganz cool hier. Das ist eigentlich auch neu mit die Tore, damit du da eigentlich ankommst und das Tor hast du. So. Wartung, glaube ich, brauchen wir noch nicht. Wir haben noch gar nicht so viel Kilometer gemacht. So sieht er jetzt aus, standardmäßig. Ich würde sagen, wir machen da mal ein paar lackierte Spiegel. Schauen wir mal, ob wir da was finden. Lackiert sieht schon gleich viel besser aus. So, was können wir noch? Auspuffanlage können wir hier noch ändern. Das gefällt mir eigentlich hier ganz gut, der Original. Das ist... Ich würde sagen, wir lassen den eigentlich erstmal original. Was können wir denn hier noch? Seitenverkleidung haben wir jetzt das. Wir haben ja eigentlich schon eine schöne. Felgen wäre noch so ein Thema. Dark Silber Chrom. Das gefällt mir. Haben wir das für vorne auch? Ich sehe es gerade nicht. Da. Okay. Würde ich sagen, ist nicht schlecht. Da können wir natürlich noch die Reifen, müssen wir eigentlich nicht unbedingt. Die würde ich jetzt noch drauf lassen, bis wir sie abgefahren haben. Was haben wir hier noch? Einstiegsleiste. Können wir da noch ändern. Ja, Türgriff. Machen wir den auch lackiert. Jawohl. So, dann haben wir natürlich hier vorne, können wir da noch einen Haufen Sachen anbauen. So, genau. Da machen wir erstmal hier MZ80. Geht das? Nö, da. Was habe ich jetzt gemacht? Wieso geht denn das nicht? Jetzt. Okay. Z80. Genau. Anwenden. Das werde ich. So, was haben wir da? Könnten wir auch noch eins machen. Den Spiegel nehmen wir natürlich auch lackiert. Wie sich das gehört. Hier schauen wir mal. Da könnte mir eigentlich das gefallen. Hätten wir denn schon noch da zwei Lichter dran? Oder wie sieht denn das aus? In Chrom? Nein, wir nehmen das in Wagenfarbe. Jawohl. Was hat er denn da Schönes für uns? Wir haben da so viele verschiedene Möglichkeiten und ich wollte eigentlich erstmal gar nicht zu viel machen.
Stoßstange haben wir da eigentlich, schöne lackierte. Und hier unten ich glaube, das wäre noch so leicht dezent. Oder das vielleicht. Wir schauen mal. Was nehmen wir da wieder? Lightchrome 2, 5. So, brauchen wir die mal daran. Und an den Seiten würde ich da die kleinen Orangenen ran machen. So, andere Seite auch noch eins. So, da muss ich noch mal schauen. Oder kann ich bloß diese Leiste? Nö, nö. Das haben wir, das haben wir. Den Spiegel wurde natürlich lackiert. Aha, das ist dann innen drin. Okay. So, was meint der, gut oder nicht gut? Und da noch zwei mehr machen. Eins. Zwei. Schlicht, dezent, haben wir jetzt nicht viel verändert, macht aber schon ein bisschen was her. Oh ja, hier können wir noch das Heck vielleicht lackiert, jawohl. Und was können wir da noch? Ah, das haben wir schon, Schmutzfänger. Jo, ich würde den so bestellen, kostet bloß 24.240. Okay, und dann machen wir uns auf den Weg. Ja. Ich find's cool. Mir gefällt's. Okay, wir werden mal einen Auftrag suchen, damit wir da weiterkommen Richtung Rom. So, wir sind irgendwo da und möchten weiter. Oh, das ist da hier wieder Schwertransport. Da weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt mit meinem Lastwagen schaffe. Leistungsmäßig könnte das eigentlich noch funktionieren. Aha, das ist schon wieder alles nicht mehr Italia. Das wäre noch was. Wo geht denn das hin? Ich glaube, ich fahre das. Das geht wieder nach oben. Das ist schon die richtige Richtung. Oh, welche Seite wollen wir am besten? Da würde ich jetzt 10.000 bekommen. Leere Fässer, leere Paletten. Warum muss ich immer leere Sachen fahren? Also muss ich ja nicht. Ich kann ja, ich glaube, ich fahre jetzt das. Gibt zwar nicht so viel Geld, aber passt schon. Ja, voll. Da sieht doch schöne Tagfahrbeleuchtung hier dran. Wow. Da mal ein bisschen Licht hier drin. Sieht eigentlich ganz schnieke aus, finde ich jedenfalls. So, ich muss eigentlich hier zurück. Wie spät haben wir es? Oh, das ist ja schon wieder gleich 7:30 durch. Es ist schon 7:30 durch, natürlich. War ein Witz. So. So, schöne Felgen, lackierte Spiegel. Vorne da so eine schöne, dezente Frontbügel hier dran. Dann können wir eigentlich los.
So viel Geld haben wir eigentlich nicht ausgegeben. Das können wir dann das nächste Mal noch mehr machen. So, blinken brauchen wir nicht. Ich weiß ja, wo ich hin will. So, ich zeige eigentlich immer gerne in den Städten oder Orten das Teil von außen. Ansonsten sehen wir ja die ganze Zeit nur die Innenansicht. Das ist ja auch nicht so lustig. genau so sieht's aus, wenn man denn von außen fährt, viel zu schnell knallt man gegen den Pfahl. Wie soll's anders sein? Ich habe natürlich schon erstmal gerade aus der Werkstatt geholt und ja, blöd gelaufen. Nichts passiert, der Frontbügel, der neue, hat alles abgefangen und jo, schade. So sollte das nicht sein. So, muss ich da rauf oder nicht? Da geht wahrscheinlich das Tor nicht auf. Mein Fehler, mit den Toren habe ich es jetzt nicht so. Jetzt wo das neu ist. So, ich muss da noch die Gänge an mein Lenkrad hier einschalten, vorwärts, rückwärts. Der Rest geht eigentlich automatisch. So, es ist da. Ich bin viel zu schnell heute unterwegs. Da steht der Anhänger schon. Jetzt muss ich natürlich den Auftrag noch bestätigen. Ich werde jetzt vor Ort, würde den hier gerne mitnehmen. Auftrag annehmen. So, jetzt bloß keine Fehler mehr. So, ein paar Betonteile. So, jetzt da Licht ist richtig an. Ah, dieser blöde Scheibenwischer. Okay, fahren wir. Bloß einen Gang reinmachen, dann geht's. Ich wollte gerade sagen, ihr habt doch gar kein Blinklicht angemacht. Das war das Tor, was da noch geblinkt hat. Juti! Dann suchen wir mal die Bahn, die Autobahn hier. Sollte gleich in der Nähe sein. Müssen wir natürlich bestimmt gleich wieder Maut bezahlen. So, falsche Taste. Hier muss ich rein. Schauen wegen den Fahrradfahrer. Da kommt keiner. Müssen wir gar nicht groß anhalten. Ob ich das Licht hier drin lasse, weiß ich gar nicht. Hinten das rote Licht, was ich da eingebaut habe. Schauen wir mal, wie das im Dunkeln nachher ist, ob uns das stört oder ob das drin bleiben kann. Gibt immer so ein bisschen farblichen Touch da drin. Puh, das geht schon gut los. Erst gegen Laternenfeuer, dann fahre ich hier viel zu schnell in den Kreisverkehr rein. Und ja, eigentlich bin ich generell zu schnell. So, aber da fahren wir schon die nächste auf dem Highway hier. So, und auch mit den Betonplatten zieht er noch recht gut los hier. So, wir fahren im Dunkeln. Hinten kommt jetzt keiner. Dann treten wir mal durch die Hütte hier. So, was haben wir? 142 Kilometer. What? Und schon gehen alle Straßenlampen an, wenn ich da vorbeifahre. Tipptopp.
So, welche Spur ist denn das jetzt hier? Ja, auf jeden Fall ist jetzt auf jeden Fall die Rechtsabbiegerspur nicht auch gleich, damit wir da runter müssen. Meistens geht ja noch eine geradeaus. Das ist schon mal sehr schön. Das ist ein bisschen realistischer wie früher. Ich weiß nicht, ob es jetzt auf den neuen Update in jetzt in Deutschland fahren würden, immer noch so wäre. Zweispurige Autobahn, wenn eine Rechtsabbiegerspur kommt, müssen wir rechts runter. So, vielleicht hau ich mal den Tempomat rein. Dann können wir da gemütlich cruisen. Allzu weit ist es ja nicht. Sollten wir eigentlich so bis um 10 geschafft haben. Laut der Uhr hier. So, jawohl. Da vorne können wir schon wieder blechen. Müssen wir langsam die Geschwindigkeit reduzieren hier. Ich glaube, ich muss da rein. Ich weiß es gar nicht. Kann ich da in jeder Bucht reinfahren oder muss ich da auf irgendwas achten? Die anderen nebenan fahren einfach durch. Die haben wahrscheinlich so einen automatischen Pass oder sowas. Wow, ja. Das könnte ich auch, wenn ich leer wäre. Ich glaube, wir müssen hier lang. Manchmal ein bisschen verwirrend hier die Straßenführung. Jetzt kommt da so ein, keine Ahnung, Ausbuchtung da. Jetzt muss ich wieder hier hoch. Okay, da hat er zu tun. So, ich hoffe, der Sound ist laut genug. Ich muss das nachher noch mal testen. So, wir fahren darüber. Ob man den Lastwagen überhaupt hört. Wäre natürlich schön, so ein bisschen Geräusche. Also ich höre es jetzt schon, aber ob ihr das denn im Video hört, muss ich gerade noch mal kontrollieren, sonst muss ich das das nächste Mal noch ändern. So, ich werde das noch zu Ende fahren und ja, wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es da weiter Richtung Rom geht. In Rom war ich noch nie, also das nächste Ziel, vielleicht nicht Rom, aber die Richtung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.